Einen wunderschönen guten Morgen. Ich befinde mich hier auf dem Weg hinauf auf den Schöckl. Das ist der Hausberg von Graz. Und ja, es soll Sonnenaufgang Fotos werden. Schauen wir mal, ob das etwas wird. Aktuell haben wir Schnee. Und die Wahrscheinlichkeit gestern am Abend war da, dass genau zum Sonnenaufgang die Sonne durchkommt. Und eigentlich war angekündigt, dass kurz danach der Schnee kommt. Aber so ist es mit der Natur. Wir haben jetzt schon vor Sonnenaufgang Schnee. Und dann schauen wir mal, was dann tatsächlich zum Sonnenaufgang passiert. Noch ist ja ein bisschen Aufstieg zu tun. Ich bin zeitlich gut unterwegs. Ich habe auch schon ein paar andere Leute getroffen, die auch schon hinauf wollen und so quasi ihren Morgensport erledigen. Ich mache beides, Morgensport und Fotografie. Und lasse mich auf jeden Fall überraschen, was da heute so passiert. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Bleibt dran und ja, ich hätte gesagt, wir sehen uns dann oben. Bis gleich. So, ich habe jetzt einen Spot gefunden, einen ersten. Und zwar steht da hinter mir, da steht ein abgebrochener Baum. Der gefällt mir sehr gut. Da bin ich gerade dabei, einen passenden Ausschnitt zu suchen. Im ersten Schritt habe ich es mit dem Querformat probiert. Das hat nicht gut ausgeschaut, da waren einfach zu viele Ablenkungen im Bild und deswegen ist der zweite Ansatz, jetzt das Ganze im Hochformat zu machen. Da habe ich, denke ich, einen guten Ausschnitt gefunden. Ich verwende eine Auslöseverzögerung von 10 Sekunden und eine Belichtungszeit von 2 Sekunden und damit probieren wir es einmal. So, was mir jetzt nämlich gleich aufgefallen ist, am unteren Horizont ist es so, dass dann noch Baumwipfel von dahinter hervorschauen. Das führt dann doch zu einer Ablenkung und deswegen werde ich mein Stativ nochmal umstellen und dann werde ich das Foto einfach noch einmal machen. Das heißt, vor Ort am besten die Fotos immer ordentlich kontrollieren und dann kann man gleich Fehler ausbessern, die man in der Nachbearbeitung nicht bearbeiten muss. So, schlussendlich habe ich jetzt auch noch einen anderen Ausschnitt gefunden, und zwar im Querformat. Den sehen wir da. Das nimmt sich gerade auf die Kamera. So, und zwar diesen hier. Da verläuft links ein Zaun hinauf und da haben wir den Baumstumpf. Und ich denke, das schaut ganz gut aus. Und haben wir natürlich gleich festgehalten. Jetzt schon langsam schreitet die Zeit voran. Jetzt werde ich natürlich weiter hinaufschauen und dann schauen wir, was wir noch finden fotografisch. So, die Fotografie hier im Schöckl hat für mich natürlich eine besondere Herausforderung, weil es ist schlussendlich mein Hausberg. Und hier bin ich dann doch relativ häufig. Das heißt, ich kenne die guten Fotospots alle. Aber die kann und will ich natürlich nicht jedes Mal fotografieren. Und deswegen muss ich schauen, dass ich irgendwas Neues entdecke. Und das wird ein bisschen heute so das Ziel sein. Einmal zu schauen, was gibt es noch? Und wo kann ich Fotos machen, die ich sonst noch nicht gemacht habe? Und ja, schauen wir mal. Sonnenaufgang wird es ja heute keiner. Zumindest schaut es momentan nicht wirklich danach aus. Und ja, das macht aber nichts. Ich habe mir gestern am Abend drei Pläne zurechtgerichtet, mit denen das auf jeden Fall ein voller Erfolg wird. Plan A war Sonnenaufgang fotografieren, Plan B war eine Sporteinheit machen und Plan C ist einfach in Location Scouting schauen, was gibt es da noch für neue Plätze, die ich noch nicht habe, oder neue Motive, die ich jetzt dann nochmal fotografieren kann. Ich weiß zum Beispiel, wo genau die Sonne aufgeht, ohne dass ich es wirklich sehe, und kann so natürlich schon nochmal ausprobieren, wie würde das dann ausschauen. Und schlussendlich ist ja im Grunde Schneelandschaft, Schneefall auch ganz nett und vielleicht schaffen wir ja das eine oder andere minimalistische Foto. Also ich bin da guter Dinge, dass auf jeden Fall was herauskommt und wenn das alles nichts hilft, gibt es einen Plan D auch noch und der lautet einfach Spaß haben. So schaut's aus. In diesem Sinne,
schaue ich jetzt mal weiter. So, hinter mir sieht man diese kleine Kapelle, die habe ich zwar schon oft fotografiert, aber heute nehme ich sie ausnahmsweise noch einmal mit. Und zwar einfach aus dem Grund, normalerweise sind da immer Menschen und immer Leute und man findet die einfach nie wirklich komplett alleine. Heute ist das der Fall. Ein paar Leute sind vor mir da vorbei, die haben mich dann aber überholt, weil ich Fotos gemacht habe, und die sind aber zum Glück weitergezogen und jetzt habe ich die ganze Kapelle für mich allein. Jetzt habe ich mir gedacht, die muss ich mal mitnehmen, und ja, und dann stehe ich hier und mache ein Foto. Falls du dich fragst, was ich heute für eine Ausrüstung dabei habe: Ich habe heute mein Canon Setup dabei, also meine Canon EOS R, die nach wie vor wunderschöne Fotos macht, also Fotos von guter Qualität. Für die schönen Fotos bin ich verantwortlich. Ich habe dabei mein Canon 1435 F4, das ist ein RF-Objektiv. Dann habe ich dabei mein Tamron 2470 2.8, das G2 Modell, das ist noch mit einem EF-Anschluss, aber ich bin wirklich sehr zufrieden mit diesem Objektiv und sehe keinen Grund, warum ich hier etwas ändern sollte und oder mir überhaupt ein RF-Objektiv kaufen sollte. Das brauche ich schlicht nicht. Die Qualität, die ich da habe, die ist vollkommen ausreichend. Und ja, dann habe ich noch mein RF 70-200 mit der Offenblende 4 dabei. Da sagen ja auch immer wieder welche, naja, da braucht es 2,8, da braucht es 2,8. Naja, ich fotografiere meistens Landschaft und ganz ehrlich, Blende 8. So schaut es aus. Und das Gewicht brauche ich an der Stelle nicht. So, jetzt nochmal kurz da diese kleine Kapelle mit dem Sitzkreis quasi. Erinnert ein bisschen an die Volksschule oder an den Kindergarten. Kann man sich rundherum aufsetzen. Hinsetzen. Ja, ist ganz nett. Ich zeige noch was. Ich mache das jetzt nicht. Wobei, verleitet wäre ich schon, und hätte ich meine Kinder dabei, dann wären im Umkreis von zahlreichen Kilometern wahrscheinlich jetzt alle munter. Nämlich da oben. So, Moment. Da oben hier gibt es eine Glocke und die kann man natürlich. Wie sollte es anders sein? Die kann man natürlich ordentlich läuten und die ist anständig laut. Und die hört man natürlich da im gesamten Umkreis und da hilft auch der Schneefall nichts. Also, ich halte mich zurück. Heißt wahrscheinlich über mich in Zurückhaltung. Und mache mich auf die Suche nach weiteren Motiven, weil Sonnenuntergang. Untergang. Falsche Tageszeit. Sonnenaufgang circa jetzt hinter mir. Da hinten soll es ja aufgehen. Was sehen wir hier? Grau in Grau. Aber so ist es in der Natur. Läuft. Bis gleich. Jetzt habe ich noch was Nettes entdeckt, muss ich noch schnell zeigen. Bei der Kapelle, die ist ja geweiht für Johannes den Täufer. Da ist er. Und da drinnen, frohes Fest, Wichtel. Das ist doch süß, oder? Hier oben gibt es einen Holzsteg, den sieht man da. Den habe ich tatsächlich noch nie fotografiert. Heute passt es eigentlich ganz gut. Nachteilig ist vielleicht, dass da leider schon Spuren drauf sind. Von dem her, ja, entweder früher kommen oder Glück haben. In dem Fall nehme ich das Foto aber trotzdem mal mit. Ich habe jetzt unterschiedliche Varianten probiert,
und bin jetzt schlussendlich im Hochformat hängen geblieben. Das sieht dann so aus. Das heißt, ich schaue, dass ich doch relativ viel von dem Holzaufbau aufs Foto bekomme und werde dann später noch probieren, das irgendwie von ein bisschen weiter oben, da geht es nämlich ein bisschen hinauf, aber das verdeckt dann leider den Weg, aber vielleicht finde ich da oben noch irgendwo ein entsprechendes Platzl, da, um da vielleicht noch einmal diese Kurvenform dieses Gehweges tatsächlich fotografieren zu können. Aber fürs Erste ist einmal okay, das habe ich so noch nicht, muss ich mir überlegen, wie es mir dann tatsächlich gefällt, wahrscheinlich dann am Computer noch einmal anschauen. Ich habe da noch eine Idee eines Fotos eher mehr im Delebereich mit den Bäumen dahinter und dem Weg im Vordergrund. Das werde ich jetzt noch ausprobieren, aber da muss ich nochmal umbauen, das wird tatsächlich im Querformat sein. Ja, und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Jetzt hat auch noch einen Ausschnitt gefunden, den sieht man da. Da sind hinten die Bäume drauf und im Vordergrund sieht man den Weg. Den werde ich jetzt tatsächlich einmal so wählen. Und ja, ich denke, das ist ganz nett. So, hier gibt es natürlich auch ein Gipfelkreuz. Zudem mache ich mich jetzt unterwegs. Das habe ich noch nie bei so einer Witterung fotografiert. Und das möchte ich auf jeden Fall heute noch nachholen. Dazu muss ich natürlich ein bisschen gehen, weil ich bin dann nämlich auf dem Ostgipfel, in der Nähe des Ostgipfels, und da muss ich rüber zum Westen. Und das mache ich jetzt. Mal schauen, da wird wahrscheinlich ein bisschen mehr los sein, weil im Hintergrund höre ich schon, es gibt eine Gondel und die läuft auch schon. Also da haben wir dann doch noch ein Motiv gefunden, das habe ich so tatsächlich, obwohl ich schon ein paar Mal mit der Gondel gefahren bin, so noch nicht gesehen, und dazu hat es offensichtlich die Kamera gebracht, also die Videokamera, um hier ein passendes Foto zu machen. So, jetzt ist die Gondel wieder aus. Es kann natürlich sein, dass die aktuell in Revision ist. Das ist sie entweder jetzt im Dezember oder tatsächlich im Jänner, müssen wir schauen. Auf jeden Fall für mich nicht weiter schlimm, weil so natürlich weniger Menschen herum sind und wirklich nur welche, die auch tatsächlich zu Fuß heraufgegangen sind. Na gut, jetzt hört sie wieder an. Na, schauen wir mal. Hinter mir ist das Kreuz und ja, wir müssen schnell ein Foto machen jetzt, weil Leute kommen sind, und damit ich das Kreuz noch ohne Menschen erwische, musste ich mich ein wenig beeilen. Zusätzlich habe ich ein Erinnerungsfoto
für einen Vater und seinen Sohn geschossen. Die zwei haben auch einen kleinen Ausflug gemacht und die werden heute noch mit dem Bob nach unten düsen. Auch eine wunderbare Idee, das kann man hier auch machen. Macht unheimlich viel Spaß. Und einen Bob hätte ich dann zum Runterfahren auch ganz gerne. Aber ich muss zu Fuß hinunter. Und in diese Richtung geht es jetzt auch schon. Ich habe da jetzt noch eine kleine Location gefunden. Die möchte ich noch fotografieren. Schauen wir mal, ob das was kann. Und dann geht es für mich auch hinunter. Und dann ist der Ausflug für heute auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, es war wieder was dabei für dich. Und ja, freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und ja, tolle Fotos, tolles Wetter, so wie du dir das vorstellst. Und ja, bis bald. Ciao, ciao.